Was genau ist eigentlich der Ursprung der Whisperer? Wie waren die Whisperer vor Alpha? Und wer ist eigentlich Hera? Das sind Fragen, die sich in Bezug auf, ja, die Gruppe The Whisperer aus dem The Walking Dead-Universum, die sich manchen Leuten stellen. Und auch ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Allgemein finde ich, die Whisperer sind eine sehr interessante Fraktion. Und da auch wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich jeder Tales of The Walking Dead gesehen hat, bin ich heute hier, um diese paar Fragen mal zu beantworten. Wenn ihr also wissen wollt, wo genau die Whisperer herkommen, wer wie dazu gekommen ist und was und wie und weshalb überhaupt, dann bleibt doch gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, die Whisperer haben wir ja als The Walking Dead 0815-Gucker nur unter der Führung von Alpha bzw. Teilzeit auch von Beta kennengelernt. Eine Gruppe relativ brutaler und kalter Leute, die sich nachher hinter Masken von Toten verstecken, um mit den Walkern zu, walken. Ich persönlich habe mir schon immer gedacht, die waren verschwendetes Potenzial und auch Alpha hat mir nicht wirklich so ganz gefallen. Und wie es hätte vielleicht interessanter werden können und was überhaupt so, wie gesagt, die Origins hinter den Whisperern ist, darauf gehe ich heute mal ein. Hierbei stütze ich mich auf viel Tales of the Walking Dead aus der Folge Die, denn das ist der wirkliche Name von Alpha, die beziehungsweise sehr wahrscheinlich Deborah. Bedeutet, wenn ihr Tales of the Walking Dead nicht gesehen habt und es aber gucken wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann ist dieses Video wahrscheinlich nichts für euch. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und an alle anderen, lehnt euch zurück und gönnt euch jetzt mal diesen Exkurs in Bezug auf die Whisperer. Ja, in Tales of the Walking Dead, eine kleine Serie, in der ein paar Charaktere, einfach mal irgendwelche random Charaktere, die Geschichte von denen erzählt wird. Irgendwo aus irgendeinem Zeitpunkt in der Apokalypse, ob zum Start oder schon am Ende oder einfach mittendrin. Eine dieser Folgen heißt, wie schon gerade eben gesagt, Die. Und auch ja, darum geht es auch wirklich um die liebe Die, beziehungsweise halt Alpha und auch Lydia als, kleines Mädel. Interessant hierbei ist, dass diese Folge, persönliche Meinung von mir jetzt hier an der Stelle, sich sehr, sehr komisch anguckt, da wir nicht genau wissen, zu welcher Zeit das jetzt wirklich effektiv spielt. Und also es sind schon ein paar Tage in der Apokalypse, aber auch noch keine Jahre, würde ich sagen. Und irgendwie ist das eine ganz weirde Situation auf diesem Schiff, wo die sich befinden, alle so schickimicki. Es ist eine sehr weirde Folge und passt auch eigentlich nicht so hundertprozentig in The Walking Dead rein, finde ich. Aber dies, beziehungsweise Alphas Vergangenheit, wird so ein wenig besser erklärt. Wir wissen zwar, dass sie nie so ein gutes Verhältnis zu Lydia hatte, aber da hatte sie noch Schlechteres. Und Lydia war in Alphas Augen so schwach, dass sie eigentlich von dieser Welt erlösen wollte und sie, töten wollte. Da wurde sie aber aufgehalten von den Whisperern. Zu diesem Zeitpunkt noch unter der Führung von Hera. Wer Hera ist, ist eine sehr gute Frage. Also Hera ist, wir wissen nicht viel über sie. Sie ist irgendeine random Frau, die sich anscheinend gedacht hat, hey, gründen wir doch mal die Whisperer. Die Gründung dieser Gruppe, die sich halt Whisperer nennt, hat wahrscheinlich relativ früh in der Apokalypse stattgefunden. Wann genau der Zeitpunkt ist, leider nicht bekannt. Ich gehe stark davon aus, dass es relativ früh war, da einfach dieses Prinzip von zum einen leise sein und sich unter den Toten verstecken, beziehungsweise wie die Toten verhalten, ja nun mal auch in Fear the Walking Dead relativ früh schon thematisiert wurde und deswegen gar nicht mal so abwegig, dass es relativ früh schon dazu gekommen ist. Diese Whisperer unter der Führung von Hera waren komplett anders. Eine komplett andere Gruppe als die, die nachher unter Alpha walken. Diese Gruppe war weder aggressiv, noch kaltblütig, noch irgendwie unnötig brutal, außer es musste vielleicht dazu kommen, sich zu verteidigen, aber gut, wer war das nicht in der Apokalypse? Das Motto dieser Whisperer war mehr oder weniger, leben und leben lassen. Und ja, wenn halt einer dumm kommt, dann, gut, dann töten wir den vielleicht auch. Heißt, Heras Absichten waren damals gar nicht irgendwie großartig als Druckmittel, diese Horden und so zu benutzen, sondern einfach als Schutz und, um halt einfach ein normales Leben zu führen. By the way, der Name Hera wird wahrscheinlich auch nicht der richtige Name von Hera sein. Es wird ähnlich wie Alpha und Beta und eine Art Spitzname beziehungsweise halt einfach Rufname, um von der wahren Persönlichkeit abzulenken. Hera steht ja in dem Fall auch für die griechische Göttin, meine ich mal, war es griechisch? Also es ist nicht ihr wirklicher Name, wahrscheinlich potenziell, kann natürlich auch sein, dass du weißt. Es ist wirklich sehr, sehr wenig über sie bekannt. Finde ich schade, ich würde da wesentlich lieber was drüber erfahren als über Alphas Vergangenheit. Mehr auf die Whisperer eingehen, fände ich super geil, also vor allem halt auf Hera, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses System, was Hera da hatte von den Whisperern als das von Alpha, gefällt mir wesentlich mehr. Einfach dieses, wir leben unter den Toten, wir leben mit den Toten, wir interessieren uns aber weder für die Menschen noch
mischen wir uns unnötig ein. Finde ich ein wesentlich besseres System als, naja, von Alpha, so von wegen, ja, du willst nicht auf mich hören, gut, dein Kopf kommt auf den nächsten Stab. Das System dieser Whisperer war natürlich schon gleich die Masken, leise sein, flüstern, einfach um halt unterzutauchen. Ist ja ganz logisch, das ist ja nun mal der Name, die Whisperer, hat sich ja dadurch entwickelt, dass sie halt nur am Flüstern sind, also am Whispern. So ähnlich findet auch das Treffen dann mit Dee statt, zu dem Zeitpunkt noch Dee, später ja dann Alpha. Hera trifft auf Dee, sie sagen, lass das Mädel leben, also Lydia soll am Leben bleiben, sie helfen ihr so mehr oder weniger. Und Dee will halt, naja, redet halt, fängt an zu reden, stellt sich hin und fragt so von wegen, wer das ist und. Und da sagt Hera einfach, kurz bevor sie Dee ins Gesicht tritt, um sie auszunocken, was nicht so nett ist, aber okay, stellen wir mal dahin, sagt sie einen super geilen Satz, der einfach der perfekte Slogan für die Whisperer ist. Who are you? What do you want? I'm Hera. Don't speak. Whisper. Bin ganz ehrlich, wo ich das gesehen habe, ich hatte ultra Gänsehaut und ich finde es einfach super genial. Das soweit zu den wirklichen Fakten. Jetzt kommen wir zu mehr oder weniger kleinen Theorien bzw. zu nicht hundertprozentig bestätigten Aussagen. Zum einen, wie ist Dee zu Alpha geworden? Das ist zwar noch ein Fakt, aber ich finde es interessant, die Story dahinter mal zu erfahren. Denn wie euch vielleicht auffällt, ist Heras Gesicht, Hautfarbe, Haarfarbe sehr, sehr, sehr ähnlich zu Alphas Maske. Liegt vielleicht daran, dass es, naja, Heras Gesicht ist. Ja, denn Dee tötet Hera und wird dadurch zu Alpha. Warum ist nicht bestätigt? Meiner Meinung nach, meiner Theorie nach, ist es einfach aus dem Fall, dass Dee ja wirklich seit Anfang der Zeit, also Alpha, seit Anfang der Apokalypse immer sagt, die Schwachen überleben nicht, man muss stark sein, man muss tough sein und. Und ich glaube, das ist ihr bei Hera ein bisschen doof aufgestoßen, weil nachdem Hera sie und Lydia aufgenommen hat, hat sie ja schon einen Punkt an Schwäche gesehen. Natürlich war sie irgendwo froh, aber irgendwo war es auch so, okay, sie hat uns geholfen, wir könnten die jetzt auch töten, was ja dann dementsprechend auch passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Alpha wirklich gedacht hat, nee, Hera kann uns nicht beschützen. Dee ist nicht stark genug, Dee ist eher so auf freundlich gesonnen bzw. auf passiv und um hier zu überleben, muss man auf Konfrontation gehen. Und so kommt es dazu, dass Dee Hera tötet, zu Alpha wird, erstmal Hera sich verwandeln lässt, sie dann endgültig tötet, wahrscheinlich, vielleicht lebt sie auch noch irgendwo, ihr das Gesicht abschneidet und daraus ihre Alpha-Maske macht. Warum ich diesen Punkt super geil finde, ist einfach die Tatsache, dass sich ja wahrscheinlich sehr viele der Kern-Whisperer erstmal gedacht haben, oh scheiße, Dee hat unsere Anführerin gerade getötet. Sind wir jetzt pro Alpha oder contra Alpha? Das ist so die Frage. Und ich denke, durch diese Maske von Heras Gesicht hat Dee, beziehungsweise Alpha, irgendwie eine gewisse Macht ausgestrahlt, Dee einfach, naja, nochmal ein bisschen angsteinflößender war, weil immer den OG-Whisperern, sage ich mal, vorgeführt wurde, Dee hat unsere Anführerin getötet, Dee wird uns beschützen. Wortwörtlich Dee, also Dee mit EE und Dee mit IE. Wortwitz. Ja, und so wurde Dee dann zu Alpha. Was ich aber tatsächlich durch dieses ganze Tales-Aufdeckung von den Whisperern schon sehr früh am Start gewesen sein tun, Deutsch nicht gut heute. Was ich daran super interessant finde, ist, dass meine Theorie im damaligen Video von wegen Whisperer in Staffel 3 wird hier nur noch mal mehr unterstrichen. Ich muss sagen, das Video über die Whisperer damals ist mit eines der erfolgreichsten Videos hier auf diesem Kanal und es sorgt immer noch für Diskussionen, gute, positive Diskussionen, was ich super geil finde. Und ich habe ja damals gesagt, dass Morgans Aussage zu Rick, Menschen tragen die Gesichter toter Menschen oder halt auf Englisch People wear dead people faces, das ist auch eine Anspielung oder zumindest eine Metapher für die Whisperer sein könnte. Viele Leute sagen, dass das absolut nicht möglich ist, weil zu der Zeit, wo diese Staffel rauskam, also diese Folge rauskam, war nicht mal ansatzweise geplant, die Whisperer in den Comics einzuführen. Kann sein, ist wahrscheinlich auch so gewesen, aber rein storytechnisch und rein zeitpunkttechnisch passt das perfekt, dass Morgan potenziell entweder Heras Whisperer-Gruppe begegnet ist oder vielleicht auch schon Alphas. Das ist die Sache, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das Ganze untermalt diese Theorie viel besser. So und abschließend würde ich gerne noch, darlegen, wen ich tatsächlich von beiden besser mag, Hera oder Alpha. Und was soll ich sagen, auch wenn wir Hera quasi gar nicht kennen, wir wissen vielleicht 2% von ihrem Leben, von ihrer Story. Aber ich muss sagen, ich glaube, Hera wäre Dee bessere
Anführerin der Whisperer geworden. Auch wenn wir ihren Charakter hätten Richtung Alpha twisten lassen können, so von wegen, okay, irgendwas ist passiert, dass Hera sagt, okay, wir müssen doch töten. Man hätte das ja in die Story reinpacken können und einfach in die Richtung lenken können, aber ich finde, dass Alpha von Anfang an einfach zu besessen wirkt und zu bösartig wirkt einfach. Das, finde ich, macht super viel kaputt und macht die Whisperer irgendwie halt auch zu einer 0815-Hau-drauf-Gang. Unter Heras Führung hätte es wirklich Richtung Kult gehen können, die irgendwie noch krass böser werden, weil sie nicht so obvious aggressiv sind wie Alpha. Natürlich finde ich, Alpha ist schon ein krasser Schurke. Ich muss auch nach wie vor sagen, die Whisperer, finde ich, sind die unterschätztesten Schurken in The Walking Dead. Weil wenn man mal ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, kann man sehen, dass die schon gut geschrieben sind. Vielleicht nicht hundertprozentig richtig umgesetzt, aber sie sind nicht verkehrt. Und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Variante der Whisperer würde euch besser gefallen oder hätte euch besser gefallen. Und vor allem, wusstet ihr diese Story schon um Hera und OG Whisperer, wie das alles dazu kam, wie Alpha zu Alpha wurde, also die zu Alpha und. Habt ihr das gewusst oder war das jetzt, naja, irgendwie neu für euch? Lasst es mich auf jeden Fall mal wissen. Ich muss sagen, ich könnte mich stundenlang mehr mit den Whisperern auseinandersetzen. Ich würde mir so sehr wünschen, es gäbe noch mehr Informationen dazu, auch im filmischen, also in der Serienvariante, nicht nur in Comics, Büchern, was weiß ich, weil ich finde diese Gruppe einfach super interessant. So, aber jetzt bin ich auch mehr oder weniger schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch solche Videos zu The Walking Dead, aber auch allgemein zu Filmen und Serien, Theorien, Fakten, Reviews, alles Mögliche darum herum interessiert, dann checkt doch mal den Kanal aus. Lasst vielleicht gerne ein Abo da und naja, vielleicht gefällt euch ja das, was ihr hier seht. Und ihr bleibt wirklich ein bisschen länger. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt will ich das Video aber nicht noch länger machen, als es sowieso vielleicht schon ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich stand selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Ich bin bis dahin aber jetzt erstmal raus. Ciao.